Die Seth rücken von 42. und Broadway vor. Luftevakuierung im Gange, wird aber dauern. Verteidige die Evakuierungsposition für das Ausfliegen. Stoße am Times Square wieder zu den Marines. Wie sieht's denn mit der Munition aus? Hab ich Napf für eine Waffe? Ach, das war ja das schwere Maschinengewehr. Das möchte ich aber nicht behalten. Wir haben jetzt Zivilisten schwer verwundet. Sage ernst, das volle Programm. Wenn die Chef es dahin schaffen, gib's ein Gemetzel. Ich brauche Zeit, Marine. Vorsicht, da kommt noch eine Welle. Sie brechen durch. Holt ihr euch, Feuer. Ach, da steht schon wieder so ein Dicker. So, wo ist der Dicke? Da ist er doch. Wieso habe ich denn da keine Munition? Ich habe das Ding doch gerade erst eingesammelt. Mit einem Schuss erledigt. Okay, bestimmt, weil ich ihn von hinten getroffen habe. Was mit dir, lebst du noch? Hier gibt es Munition, ne? Ich glaube, ich könnte das ganze Spiel mit dem Scharfschützengewehr durchspielen, wenn das machbar wäre, aber geht natürlich nur auf die Entfernung. Und wenn es zu viele sind, dann klappt es auch nicht mehr. Das ist eigentlich hier unten. Was soll ich denn mit dem Revolver? Maximal.
Hier war doch Munition, oder? Hier irgendwo. Hm. Irgendwo ist hier noch einer. Schlage den Seth-Angriff zurück. Ich dachte, ich wäre fertig damit. Hm. Na. Deckung nicht. Maximale Panzerung. Alcatraz, Sie wissen, was Sie zu tun haben. Verschaffen Sie uns Zeit. Oh ne, schon wieder so ein Apparat da. Und natürlich keine Munition, doch. Das irritiert, da steht eine 1, aber... Okay. Was war das denn? Weg, 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 weg. Lauf, 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 lauf. Wieso habe ich keine normalen Granaten hier? Wo ist er denn hin? Ich weiß nicht, ob ich ihn damit klein kriege. Und vor allen Dingen wird mir nachher die Munition ausgehen. Ah, so, jetzt habe ich es raus. Aber das muss ich erstmal dahin kriegen. Das war keine gute Idee. Durchhalt, Marines. Wir haben es fast geschafft. Dann versuchen wir es doch mal hiermit.
Angriff zurück. Wo ist der Dicke? Sie wissen, was Sie zu tun haben. Verschaffen Sie uns Zeit. Weg, geh weg, geh nicht, das Ding, mit dem brauchst du nicht, lass es fallen. Kann ich hier nicht einsammeln? Also manchmal nervt das ein bisschen mit der Steuerung hier. Hallo, hallo, hallo. Da kommt der noch. So, mit einem Schuss erledigt. Echt jetzt? Denn die Granaten sind. Maximale Panzerung. Und? Fällst du um? Nein, fällt doch. Doch. Ah, jawohl, geht doch. Wie? Nimm mich nicht mit. Zyklop 4 im Anflug. Wie viele sind Sie denn noch da unten, Sir? Es wird eng, aber diesmal... Ja, lass mich da rein. Colonel Barclay, ich muss Ihnen davon wirklich abraten. Wer sind Sie? Jack Hargreave. Colonel, jetzt ist wirklich keine... Das ist ein Militärkanal. Zeit für Höflichkeiten. Sie haben es mit einer Vernichtungsbiowaffe jenseits Ihrer Vorstellungskraft zu tun. Sie und Ihre Männer sind in 90 Sekunden tot, wenn Alcatraz meine Anweisungen nicht genauestens befolgt.
Zyklop 4, halt! Zurück auf Operationshöhe. Roger. Oh. Danke, Colonel. Alcatraz. Der Speer soll weitere Sporen verbreiten, aber das System lässt sich aushebeln. Sie müssen daran hochklettern, wie bei dem im HF. Die Sporenexplosion erfolgt in Kürze, in etwa 20 Sekunden. Sie müssen die Sequenz jetzt abschließen. Okay. Einen kleinen Moment nur. Wenn der Anzug auch nur annähernd so gut geworden ist wie geplant. Zyklop 4, landen Sie und nehmen Sie uns auf. Verstanden. Wir gehen runter. Stelle ich mich jetzt einfach tot, ne? Der Speer, Alcatraz. Achten Sie auf den Speer. Ding bewegt sich aber noch. Was soll ich machen? Was? Ja, mach ich. Ach so, jetzt geht nicht krabbeln, okay. Wo soll ich denn hin? Das sah ja fast aus, als wenn ich schon am Ende wäre, oder? Von dem Game. Mal schauen. Bis dahin schaffe ich es nie. Wir mussten schon ziemlich viel einstecken. Ich habe mehrere Risse in den Treibstoffleitungen, im Tank auch. Wir bluten aus wie ein abgestochenes Schwein. Ich muss sie direkt am Südende absetzen. Tut mir leid. Okay. Anschnallen und Ausrüstung verstauen. Wir werfen diesen Typen aus dem Senkrechtstarter. Meint der mich damit? Absprung in Kürze. Ich gehe so tief wie möglich, aber wir fliegen nur noch mit Dämpfen, also Beeilung. Oh, Scheiße, ich hab da Mist. Was? 10 Sekunden. Los geht's. Viel Glück, Marine. Seien Sie vorsichtig. Es ist gut, dass Sie zu mir kommen, Alcatraz. Aber Sie müssen vorsichtig vorgehen. Lockhart hat seine Elite auf der Insel positioniert. Ich lotse sie so gut ich kann. Aber meine Sicht ist, nun, sagen wir, ziemlich eingeschränkt. Okay, das war Quatsch, was ich Ihnen gesagt habe, dass es eventuell das Ende wäre. Gehören die jetzt zu mir, Jungs? Nein. Quatsch.
endlich mal wieder gegen menschliche Gegner. Ich glaube, das ist. Tarnfeld aktiviert. Maximale Panzerung. Tarnfeld aktiviert. Verstärkung ist unterwegs zu ihrer Position. Das hat nicht lange gedauert, was? Vielleicht sollten Sie ein wenig vorsichtiger sein. Komm, das war schon gut, was ich da gemacht habe. Was ist denn das für eine Waffe hier? Jungs, ich habe die ganze Zeit gegen Alien gekämpft, also das hier ist doch easy. Oh. Munition, komm mal her. Bisschen unheimlich die Waffe hier. Kann mir denn mal keine Munition geben? Keine Munition. Vor allem auch keine Gegner. Tarnfeld aktiviert. Tarnfeld aktiviert. Komm ich denn da hoch? Hier.
Panzerung. Genau so sieht's aus. Unbesiegbar. Okay. Langsam. Hören Sie gut zu, Alcatraz. Lockhart hat bei der nächsten Kontrollsperre eine EMP-Falle für Sie eingerichtet. Wenn sie wie geplant losgeht, grillt sie die Systeme der Nanohülle und ihre Synapsen wahrscheinlich gleich mit. Wir können die Falle zwar nicht umgehen, aber wir können sie austricksen. Es gibt eine Nebenstation für die Energieversorgung des Prism am Ostufer. Ganz in ihrer Nähe. Erreiche die Trafostation. Hier geht es aber so nicht weiter. Und da bin ich hierher gekommen. Ich denke schon, dass das der richtige Weg ist. Aber hier geht es ja auch nicht weiter. Hier bin ich hierher gekommen. Also ich muss sagen, eigentlich bin ich ja bis jetzt eigentlich ganz gut durchgekommen. Da komme ich doch nicht hin, oder? Ja doch. Was? Kommt das denn her? Hm.
Einer ist noch da. Ah ne, hier unten sind auch noch ein paar. Und da ist auch noch einer. Ne, der ist schon tot. Aber irgendwas schießt noch auf mich. Ach, oben drin. Unten bleiben. Da meint man, es wären keine Gegner mehr da und dann kommen sie auf einmal alle wieder. So aus dem Nichts heraus. Lustig. Den da oben, den müssen wir auch mal erledigen. So. Keine Chance hier. Ups. Nur noch zwei Stück sehe ich. So, das war dann die letzte Granate. Maximale Panzerung. So macht man das. Lockhart weiß es zwar nicht,
aber die Energieversorgung für seinen EMP-Angriff läuft über diese Station. Und die ist bald überlastet. Wenn sie den Notfall-Shutdown auslösen können, wird der Kreislauf unterbrochen. Und wenn die Systeme wieder oben sind, kann es keine größere Energieentladung mehr geben. Er wird es nicht merken, weil es nicht angezeigt wird. Aber wenn er auf den Auslöser drückt, wird er versagen. Leite die Energie um und deaktiviere die EMP-Falle. So, an dieser Stelle würde ich sagen, beende ich mal das Video. Und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Und was mache ich noch außer Crysis? Morgen wollte ich Far Cry 6 mal anfangen, eventuell auch im Koop-Modus mit dem lieben Chromi zusammen. Und ja, was habe ich noch? Age of Empire 4 auf dem PC. Ja, da kommen einige Videos und ja, ich hoffe, es gefällt euch und würde mich freuen, wenn ihr was in die Kommentare schreibt. Ah, den müssen wir gerade noch mitnehmen, den. Ne, lassen wir mal, das machen wir beim nächsten Mal. Ja, dann sage ich Tschüss.